Hallo und herzlich willkommen zum fünften Let's Play von Bausimulator 2015. Katze ist eingepennt. Ja, und ich verlade jetzt. Wie schnell ist die Katze eingepennt? Ja, die steht schnell ein. Ja, die Augen sind zu und sie reagiert fast auf gar nichts. Kann ja am Tisch wackeln, nicht passieren. Nur die Katze wackelt. Ja, bis sie kippen. Verlade sie, mein Freund. Yay. Verlade sie. Kippen. Ja, Katze. Eine andere Richtung kippen. Sie wird zum Gabelstapler fahren. Und die Katze wieder aufgemacht. Jetzt ist die Katze wieder wach. Jetzt ist sie eingeschlafen. Dann passt das ja, ne? Nee, nicht so richtig. Also, bin schon kein Experte darin, aber passt nicht. So, jetzt aber. Kippen. Absetz. Er ist doch nicht zu blöd zum Scheißen. Yay. Schon die... Wie sich das Ding anhört. Ja. Ich kann sie witzig angesprochen. Die Gabel noch weiter runter nehmen, das Kippen. Nee, nee. Das ist ja echt scheiße. Nee. Ja, jetzt sehe ich. So. Bleib bam, voll reingebrannt, komplett brennt auseinander geflogen. Bisschen weiter. Und jetzt runter krachen. Knattern lassen. Und krachen lassen. Ja, nein, ein bisschen gerade. Machst du es alles 100%. Hallo. Guten Tag. Ja, zwei Paletten noch. Boah, hier sind Texturen von den Dingern. Yay. Mach schon. Oh Gott. Ich bin ja wirklich gedriftet. Jetzt ist die Katze komplett eingepennt, Inszenierung komplett. Super gemacht. Das Sägewerk-Sound, das Sägewerk nennt ein bisschen vom Sound. Ja, nee. Nee, das Sägewerk meine ich. Ist ja das so, oder pustet so. Oder manchmal kracht ein Blech. Da rennt einer gegen die Tür. Ja, da hat er gegen so eine Blechfassade gerannt, weißt du. Jetzt haben wir so ein Katz, der mir gerade die Eier abgetreten hat. Voll nicht abgetreten. Ja, auch so richtig mit Schwung, weißt du. Die arme Katze. Oder der arme Kater. Ja. Ich habe ja eine Katze. Und kein stummen Tiger. Obwohl, es ist doch ein stummen Tiger. Nee, Bildschirm Tiger. Computer Tiger gerade eher. Weil es ist echt so warm, ob das da drauf liegt. Oh. Musst du das so hoch machen? Ja. Hydraulikverschwendung. Mir egal, ist nicht meiner. Naja, aber du bezahlst ja später auch viel. Später? Ja, später. Ja, also mal später. Ja. Was passiert, wenn man einen überfährt? Weiß ich nicht. Dann meldest du schon mal den Dings ab, ich hab mal alles zusammen. Jo, und du kannst auch mal die Ladung sehen. Jo. So, Firma, yeah. Fuhrpark und den da. Jo, ja, möchte ich zurückgeben.
Ist Ladung gesichert? Ja. Perfekt. Falscher. Warum kann ich kaputt? Mal wie die Zugurt hinten aussieht. Ja. Ladungssicherung XXL. Alles durcheinander geworden. Irgendwie will meiner gerade nicht fahren. Jetzt muss alles kaputt. Ah, jetzt ist der Motor auch angegangen. Hat sich wieder eingeschlafen. Weil der Motor wieder angegangen ist. Katze okay. Wieder angegangen. Navi, links, ne? Ja. Gut. Da, wo wir immer hergekommen sind, am besten. Ja, am besten. Am besten, ne? Freunde, wir haben schon 76.510. Obwohl wir nur einen Auftrag gemacht haben. Noch nicht mal. Naja, einen haben wir ja. Ein Abschnitt. Na, einen haben wir trotzdem gemacht. Wir haben jetzt einen Tutorial gemacht. Ja, okay. Das war ja auch ein Auftrag. Mhm. Nö, und 50.000 hat eine Startkapital. Mhm. Bah. Fliege, geh weg von meinem Kopf. Pass auf! Oh, oh. Ich hab nur so gerade gedacht, oh, das Ding ist im Arsch. Ich musste die Fliege wegmachen. Ja, eine komplette LKW ist im Arsch, aber die Fliege ist wichtiger. Ja. Der Katze lehnt sich auch gegen Insektenvernichter. Gott sei Dank ist der nicht. Gleich so, pssst. Oh. Nee, der würde leuchten, Gott sei Dank. So eine Rundumleuchte, bing, 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 bing. Na beim Zocken. Und die fliegen ganze Zeit um Leuchtstrahlen. Ja, die fliegen so im Kreis. Hinter Bildschirm her, alle batschen gegen Bildschirm. Fapp, fapp, fapp. Ja, dann will man gerne den Bildschirm von der Dinge von den Dingen. Deswegen. Also fapp, fapp, fapp. Ein Schend, der Böses dabei denkt. Okay. Die abbiegen? Ja, nee, immer noch geradeaus. Okay. Gleich links. Genau gleich. Es ist rot, ne? Okay. Bitch! Warten, warten, bitte warten. Schnauze. Solche Kopiegärsche hasse ich, die vor der Ampel mal hupen. Genau, weil die Ampel nicht grün wird. Ja. Das bringt doch so viel. Ja. Die Baustelle siehst du jetzt, oder? Ja. Okay. So, was jetzt? Bestimmt da einen Kreis abladen. Nope, abladen. Ich steck schon mal den Bagger, bis gleich. Jo, gute Idee. Hui, hui, hui. Stell mich mal hier einfach neben die Hütchen. Neben die Hütchen. Wie hast du die Klappen aufgemacht? Y. Zum Aussteigen und F Ladung entsichern. Jo, das weiß ich. Nee, wie viele Spuren wir hier schon gemacht haben. Ja. Nee. Ich war voll über den Hügel, yay. Nee, erstmal platt verdichten. Genau. Platt verdichten, platt Deutsch. So ein bisschen komisch sieht der Bagger ja aus, ne? Ja, das ist hinter dem Original, ne? Ja. Guckst du gerade zum Schutthaufen? Ich guck dir gerade zu, also ich verfolge dich mit der Kamera, so. Okay. In der Serie ist watching you. Hey. Okay, ich guck mir mal den nächsten Auftrag an. Okay. Oder eher gesagt, unseren aktiven Auftrag. So, besorge das und das. Das habe ich ja gemacht. Sag jetzt nicht nur für diesen scheiß Abschnitt mit so einem Bagger hier rum. Doch, wir müssen noch mehr Sachen abladen. Ich muss noch zweimal große Dachpfannen holen, ich muss noch einmal Isoliermaterial holen und einmal Bitumen. Bitonien. Ne, Bitumen steht da. Ja, ist aber glaube ich oder Beton? Beton? Könnte sein, Beton. Ja. Schwäche. Aber da steht Bitumen. Bitonien, wenn glaube ich. Ne, B-I-T-U-M-E-N. Bitumen. Ich glaube, es soll Bitumen heißen. Könnte sein, ja. Aber ach, so ein kleiner Fehler. Ist doch nicht schlimm.
Ja, ein bisschen muss man sich dann doch mal drum gewinnen. Ja. Kling, kling. Und abladen. Ich laufe mal ein bisschen rum und guck mir die Baustelle ein bisschen an. Jo. Hier steht noch ein kleiner Rüttler. Steht alles. Mhm. Bis auf The Birdman. Vor allem, wo sind die ganzen Arbeiter? Die vermisse ich. Ja. Alle weg. Fressluftammer und Generator ist ja auch. Was für Gummigärsche. Also Fressluftammer steht ja auch, was für Gummigärsche. Passt auch sowas von gerade zum Kontext. Mhm. Sowas von Gummigärsche, weil sie dann scheiß Fressluftammer hingestellt haben. Also ich glaube, das ist jetzt Baywatt mit einer der beleidigsten. Nö, wieso? Na. No. Der kommt ja auch noch Herbert her, man weiß es ja nicht. Hier, wir könnten einen nächsten Auftrag dann später an dem Bagger den markierten Bereich aus. Steht da zum Beispiel. Okay. Läuft allerdings in 10 Minuten ab, das ist auch blöd. Na, das läuft ab, dass du ihn annehmen kannst, glaube ich. Ja, ja. Steigt mal wieder ein. Ah, ich könnte sie ja annehmen, oder? Ja. Ah, nee, dann brauchen wir wieder einen absoluten Kipper dafür, stimmt. Eben. Und vor allem, du müsstest da baggern und hier musst du auch noch Sachen entladen. Mhm. Und immer rüber gurken zur Baustelle, weiß ich auch nicht. Weiß ja nicht, wie weit die weg ist. No. Aber ich glaube, das klappt schon ganz gut mit dir und baggern, ne? Manchmal vertausche ich die Tasten noch. Oh! Oder rammst du irgendwie ganz mal ein bisschen weiter wegfahren? Denke ich. Beispiel sowas, rammst du mal irgendwie. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Noch? Noch nicht. Geht das eigentlich schon mit den kaputtfahren? Oh, ja. Okay. Weil der müsste jetzt ja eigentlich was kaputt gegangen sein, oder? Genau. Zumindest beschädigt, ja. Zumindest beschädigt, ja. Da müsste ja schon irgendwas beschädigt sein. Oh. Kling. Neue Erfahrungsstufe, durchschnittliche Auszubildende. Sorge zwei große Dachpfannen. Achso, okay, ich fahre mal ganz auf den Weg. Warte, warte. Passt, glaube ich sogar. Warte, ne, ich glaube mal das durcheinander. Sorge Bitumen. Siehst du? Bitumen. Ich weiß es gerade. Hui! Hey! Im Fliegen eingestiegen! Navigator! Einfach zum Baustoffhändler, den müsstest du ja noch kennen. Naja, ist der hier geradeaus? Nee. Links, links, gleich wieder rechts, obwohl das Link gerade unnötig war. Bam! Und komplett geradeaus und auf der rechten Seite gleich. Oh ja, das ist echt ein schöner Familie. Oh, die Katze hat sich jetzt auf dem Computer hochgelegt. Bam, bleib vor die Menschen umgerollt. Ja, aber da kam ein Auto. Oh, Katze, scheiß PC hat angefangen zu piepen. Beep, beep. Steig schon mal aus und hol schon mal die Sachen für dich. Jo. Dachfahren grau, wie viel? Zwei, ne? Ich glaube zwei, ich gucke aber nochmal nach. Hab schon. Aerox würde gerne Materialien und Gegenstände für 5000 kaufen, ja, ja. Ich vertraue den Aerox mal einfach. Danke. Möchte was ausleihen? Ja, ja, ich vertraue ihm mal. Also, zwei große Dachpfannen grau. Einmal Isoliermaterial. Brauche ich auch schon mal. Baumaterial, Zement, Beton. Keine Ahnung, was ist das? Bestimmt was soll ich sehen, wenn wir das wissen. Yep. So, Anfrage an Horst gesendet. Du kannst es uns auch mal mit Gabelstapler mieten, kostet ja nichts. Oh, ich will mal ganz kurz mal das Bitumen angucken. Also auch gerne, Mann. Das sind irgendwelche Rohre oder so. Ist das vielleicht... Ach, wie... Ah, ne... Wie heißt das? Trittschallschutz-Dinger da. Wenn man auf den Boden tritt. So. Aber auf den Boden klatsch. Nee, die sind unter Parkett verbaut. So.
Wenn du jetzt Parkett hast, da sollte es auch unter sein. Sonst knallt das immer, wenn du darauf gehst. So bam bam. Kleck, kleck. Genau. Hier ist das Isoliermaterial und das auch. Hui, hui. Guck mal, uns hat Henning. Heim. Ja, komm her. Bam! Und meine Katze ist da irgendwie schlafen. Hey. Sind doch niedlich. Hast du überhaupt ein Timer gestartet? Ja. Oh, und wir sind schon wieder bei 15 Minuten, gerade eben angekommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich lade nochmal hier eben die Palette auf. Palette. 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 Nö. Palette. Nein. Die Palette zum 30 Euro Preis. Palette. Palette. So, jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Wolle Palette kaufen? Tschüss.